Penis, willkommen zurück zu Far Cry 4. Ist das da oben ein Feind? Ein feindlicher... Ha! Verwischt, du Dreckarsch. Sonst kriege ich das so angezeigt, wenn das ein Bösewicht ist, oder? Dude! Das ist ein guter, das ist sogar ein guter. Ich hätte fast einen guten gesprengt, Alter. Da bin ich verrückt. So, ja. Willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir haben ja hier eben die Mission hier gemacht. Und haben ordentlich reingeschisselt. So. Genau. Das war ja ziemlich nice, aber... jetzt haben wir hier keine mehr, die wir machen können. Wo kann man jetzt... Da oben ist nochmal... Nee, das ist Herc Drupman Junior, Senior. Machen wir einfach das als nächstes, oder? Da oben ist nochmal Clutch Nixon. Hier drüben ist ein Prepper-Verstecke. Da ist nochmal Clutch Nixon und ein Außenposten, den wir noch nicht geklärt haben. Haben wir sonst eigentlich alle Außenposten gemacht? Ich glaube, das ist dann der letzte Außenposten, der fehlt, ne? Ja. Oder wir haben halt hier noch einen nicht entdeckt. Das kann natürlich sein. Es ist möglich. Okay. Achso, können wir uns da irgendwie hinteleportieren, so ein bisschen? Ist dies passible? Bestimmt. Hajo. Absprung! Ja, stimmt, das können wir jetzt ja wählen, seit wann auch immer. Aber ich weiß nicht, mit welcher Mission oder mit welchem Compadre das verfügbar ist. Wahrscheinlich mit dem Rai oder so? Mit dem Flugzeugknilch? Ich weiß das nicht. Warte mal, wo sind wir denn? Wir müssen schon noch ein Stück. Komm, Wingsuit. Boom. Können wir jetzt eigentlich ins Wasser, ohne zu sterben? Ah, halt, ja, man muss ja mit, nicht mit der Maus lecken, sondern mit AWSD. Vor allem hoch und runter. Wuhuhu! Okay. So, Monsieur. Ah! Oh. Na, wen haben wir denn da? Na? Einen neuen Wahlkampfleiter. Ah! Ich habe einen Job für dich. Kennst du dich mit Wahlkreisschiebung aus? Natürlich nicht. Du bist ein guter Amerikaner wie ich. Das ist nur was für Eierköpfe. Es geht um die Verlegung der Grenzen von Wahlbezirken und so. Egal. Die Wahlen stehen an und die Eierköpfe meinen, ich hätte so beschissene Umfragewerte, weil diese gottverdammten Peggys gegen mich stimmen werden. Was für Peggys? Man kann über die verrückten Kultisten sagen, was man will. Aber immerhin gehen sie noch wählen. Die Eierköpfe meinen, meine einzige Chance auf einen Sieg bestünde darin, die Grenzen der Wahlbezirke so zu verlegen, dass die Peggys nicht mehr ins Gewicht fallen. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Die sind doch eh schon tot. Ich gewinne genauso leicht, wenn diese Peggys einfach nicht im Wahllokal erscheinen. Ha. Ich will dir nicht vorschreiben, wie man sowas bewerkstelligt. Zwinker, zwinker. Aber eine dauerhafte Lösung für mein vorübergehendes Problem wäre ideal, wenn du verstehst. Ja, gut. Ich sage natürlich nicht, dass du jemanden umbringen sollst, denn das ist ja immer noch illegal. Ist es doch theoretisch noch, stimmt's? Aber wenn es weniger Peggys gäbe, weil sie irgendwie ausrutschen und in ein paar Dutzend Kugeln landen, würde das meine Chancen schon verbessern. Der Bezirk, um den es geht, ist bei der Kreuzung am Grill Street Diner. Nimm meinen Schwachkopf von Sohn mit. Er taugt nicht viel, aber er schießt ganz gut. Und ja, wenn sie das mal gegen uns verwenden sollten, wäre es gut, einen Sündenbock zu haben. Alter, krass. Ich glaube nicht, dass er wirklich ins Gefängnis müsste, weil er doch ein wenig anders ist. Worauf wartest du noch? Leg los! Krass, Mann! Komm, wir nehmen einfach meinen Sohn. Der kann ja dann sterben. Ist in Ordnung. Hurl! Hurkel! Wo ist er? Hi, Burl. Get it on, dude. Wir nehmen uns hier mal dieses schneckelige Auto zur Hand. Und draften da mal hin. So schnell ich kann. Jawohl! Ich laufe so schnell ich kann. Ah, er läuft so schnell er kann. Wo müssen wir denn hin? Fahren wir da jetzt einfach hin oder werde ich einfach hinfliegen? Das Fahren ist ja schon nice. Wir haben immer wieder coole Sachen gefunden beim Fahren. Aber wir wissen aber nicht wirklich auf einer... Ah, hier ist eine gescheite Straße. Ach komm, wir gucken mal. Wir fahren mal ein bisschen. Wir gucken uns hier die schöne Welt an. Ach Gott, ist das schön. Da ist sogar ein Sternchen. Und hinter uns fährt der Herc. Auf was? Worauf fährt er? Hallo, Herky Boy. Ich sehe dich nicht. Auf dem Quad. War ja klar. War ja klar. Erreiche die Kreuzung. Ach, müssen wir hier sogar sowas wie Versicherungsbetrug betreiben? Wo, was ist denn hier vor uns? Ist da Wasser? No. Nein, 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 nicht fahren. Dann kürzen wir mal eine Runde ab hier. Oh, shit. Alles gut, alles gut. Das war super Abkürzung, Leute. Wir haben Zeit gespart en masse.
Bam! Ah! So, 700 Meter, wo bist du? Er fährt auch da lang. Wahnsinnskerl. Wahnsinnskerl! Nee, bleib da oben stehen. Das ist kein Wahnsinnskerl, das ist gut. Guck. Warum liegen hier eigentlich so viele Leichen rum? Gibt's hier überhaupt niemanden, der sich darum kümmert? Oh. Was ist los, was ist los? Ah, da hinten kommt er. Sehr schön. Und jetzt sind wir ja gleich da. Irgendwie kann ich die Mucke nicht mehr anmachen. Ich hätte jetzt ganz kurz mal reingehört in der Radio. Aber es geht nicht. So, unsere Abkürzung. Over 9000. Sichere. Okay. Oh nein. Halt. Ne, ich wollte mich ducken eigentlich. Ich kann hier nicht bleiben, Amigo. Wo bist du denn? Herc. Okay, wir haben doch überall Schalli drauf, oder? Ja, haben wir? Ich will die Pistole nehmen. Ja, auf dem Granatwerfer Schalli. Ayo. Oh. Die gehen da einfach raus. Kann ich da rein? Kann ich scheinbar nicht. Okay, warte, ich versuche jetzt so ein Achtung. Seitenwaffen. Leck mich doch, ey. Ich wollte, dass es total cool wird. Und dann wurde es nicht. Lass mal aufhören. Bevor der anfängt zu schießen. Herc ist unterwegs. Das war's. Hier ist sonst nichts mehr. Sektnotiz. Chad Wolanski hat sich schuldig gemacht. Er hat Eli und seinen sündigen Whitetails geholfen, indem er ihnen Nahrung und Unterschlupf bot. Das ist eine Warnung für alle sein, die gegen unseren Vater sind. Wir werden zu euch kommen, zu euren Häusern, euren Geschäften, euren Familien. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder seid ihr für den Vater oder gegen ihn. Betet, dass ihr die richtige Seite gewählt habt. Hier war noch einer, gell? Aber wo? Ja, guten Morgen. Ha. Oh. Das war knapp. Achtung, Tod von oben. Shit, komm. Aha. Au. Ich weiß nicht genau, was ich da gerade geworfen habe, weil das jetzt... Ich glaube, das ist so ein Annäherungsding. Habt ihr auch einen Heli? Oh Gott, wir haben einen Heli. Shibri. Wo ist er? Au. Hallo. Wow. Herc. Ach, shit. Ich hab diesen ultrageilen Anzug an, aber Herc, du... Herc ist gar nicht mehr da. Nee. Hat Herc nicht eben noch diesen Raketenschuss abgegeben? Ich meine schon. Okay, das war jetzt ein bisschen Darm, aber keine Sorge, das wird schon. This is gonna be wording right, hey. Mission TPPT. Ja, sichere die Kreuzung. Komm mit Herc. Du Vogel, du Verschissener. Annäherungsdinger sind das. Hm? Die will ich jetzt haben, hier, die da. So, vielleicht bekomme ich ja... Vielleicht bekomme ich ja jetzt so ein Multikill hin. Irgendwie ist da nur einer. Und der zweite. Er ist nicht da, er ist einfach nicht da. Oh. So. Gut, da war keiner mehr. Die dürfen uns einfach nicht entdecken. Die Säcke. Ich gehe von Punkt B zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Wo ist unsere Pistole? Da ist er. Aha. Und der andere ist wo? Okay, da steht noch einer. Ja, ich lese es nochmal ganz kurz. Also, mach nur kurz auf. Oh, hallo. So. War es schon, ne? Da ist noch einer. Ich weiß nicht, wann ich den markiert habe. Komm her, Snitch. Ha! Ready! Sichere die Kreuzung. Habe ich eben gemacht. Ich hoffe, dass die nicht aus Versehen was hochjagen oder einfach vor ein Auto laufen. Ja, ich auch. Sind das die Bösewichte? Oh, shit.
Hallo? Mir gerade hin und her gelaufen ist. Oh mein Gott. Er ist einfach hingefallen. Oh Gott, oh Gott. Helikopter? Ha! Verwischt! Ultra Aiming of Same, mein Freund. Hello, dude. Ab wieder Sichtkontakt! Noch ein Heli! Oh. War nicht so ganz getroffen, glaube ich. So, schön stehen geblieben. Und. Noch einer! Boah! Hörg trifft ihn in der Luft. Hörg, du bist verreckt. Du bist ein verreckter Gasdackel, Hörg. Juhu! Geschafft! Oh, Hörg 3, du nein, die Soap, no! Du hast es geschafft! Gute Arbeit! Hm. Du und ich werden Montana wieder großartig machen! Ich sag dir was! Bist du meine alte Nancy? Wenn du das County mit dem Truck aufräumst, werden all meine potenziellen Wähler wissen, wer auf sie aufpasst. Oh, und bitte bring Herb Junior nicht zurück. Nie wieder. Okay, bin der Kerl. Wir haben jetzt Nancy auch am Start. Somit haben wir ein Fahrzeug mit Geschütz oben drauf. Ich weiß gar nicht, ob wir schon eins hatten. Wo ist die nächste Mission? Direkt da oben. Das ist dann wieder der Nixon, ne? Der Dixon-Nixon. Ach, hier ist noch was. Hier ist noch ein Klatsch-Nixon. Hier sind zwei Klatsch-Nixons. Warte mal, wir gehen mal zu der Nebenmission hier an dem Sägewerk. Absprung natürlich. Ich will Action haben, ist klar. Und vielleicht überleben wir auch diese Action. Hast du gedacht, du wärst frei, Jacob? Ja. I thought that. I have getorted that. Runter mit uns! Yeehaw! Oh shit, warte kurz. Nicht so weit weg von unserem Ziel, gell? So, da. Da sind wir dabei! Ha, easy. Hallo, Madame. Das hast du gut gemacht. Yeah. Viele Leute gerettet. Danke. Pass auf, ich kenne die Wichser. Die sind wie ein Uhrwerk. Die Trucks, die nächste Ladung Rekruten einsammeln sollen, sind schon auf dem Weg. Ich will eine kleine Willkommensfeier ausrichten, wenn sie durch das Tor kommen. Wir jagen diese Trucks in die Luft, sodass sie nie wieder benutzen können. Was immer wir tun, wir dürfen sie nicht entwischen lassen. Oh, okay. Öko, bereite den Hinterhalt vor. Aha. Musik? Wo ist diese Musik? Nein. Ich sehe sie auch noch nicht. Oh shit, oh shit. Wir machen da mal eine Ladung hin. Und hier mal eine kleine Ladung hin. Und hier eine kleine Ladung hin. Ich weiß noch nicht, wie weit die hier kommen. Und. Oh fuck. Das war nicht gewollt. Krass, man hat voll die Splitter gesehen. Habt ihr das gesehen? Have you gesehen? Gesehen? Können wir noch was verkaufen? Nein. Aber wir können Gegenstände kaufen. Wann das? Ah ja, die hole mal gerade Mulsercatch, oder? Ah! Das sind die Sachen! Ach so, ich dachte, so eine Karte würde schon alles bringen. Wow, das war irgendwie teuer. Okay. Ich denke, wir brauchen sonst nichts. Das wird easy. Er hat recht. So, wo sind sie denn, die Gefangenentransporter? Kommen die her? Da sind sie schon. Müssen die hier durchfahren? Haha. Baba. Baba. Genevieve Baba. Ah, sehr gut. Okay, gar nicht so gut. Ich hasse die Easy weg. Mission schon bestanden. Lächerlich, Alter. Wuhu! Kirsch! Das Feuer ist überall! Ja, passt lieber auf, Leute. Das ist echt hot. Fucking hot. Okay. Easy. Hoppala. Die nächste Mission ist Klatsch Nixon hier oben. Und ich glaube, da müssen wir hinblubbern. Wir nehmen einen Quad. Und blubbeln da einfach mal. Steigst du auf? Neu!
you! Wir haben schon festgestellt, dass Klatschnixen echt eine richtig coole Socke ist. Ob ich jetzt hier abkürzen kann oder ist es unmöglich? Weil das ja auf dem Berg ist. Und wahrscheinlich gleich ein Anstieg kommt, den ich nicht fahren kann. Na, obwohl, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das könnte schon machbar sein, nicht wahr? Ja! Der Überfahrer. Ich bin Klatschnixen. Shit. Komm, ich geh auf diesen kleinen Weg hier. So ein bisschen Weg braucht man schon, auch als Deutsch. Jawohl. Aber hier kommt wieder abkürzen, glaube ich. Ja, da kann man. Oh Gott, was ist das da oben? Ach, holy fuck. Ich glaube, das wird ziemlich krass, was der Nixon uns hier vorbereitet hat. Wow! Bist du noch da? Ja. Oh krass, ich glaube, da oben werden wir gleich entlang brettern, oder? Oh shi, Achtung, Achtung, Kätzchen. Oh, das wird sowas von krass. Okay, los geht's. Ist Herc ist tot? Hulk? No, dude. Naja, okay, es war halt zu hart für ihn, zu hardcore. Let's go! Yeah! 15. April 1968. Klatschnixen, der größte Stuntman unseres Planeten, fährt mit einem Geländewagen durch einen Wald, der so unzerstörbar wie er selbst ist. Dieser Stunt wurde als der Elchhöckerlauf bekannt, benannt nach einem Venya-Ritual. Eisbäder mit Sperma, das man großen Tieren entlockt hat. Diese sollen angeblich Ausdauer, Durchhaltevermögen und Manneskraft stärken. Auch wenn die moderne Wissenschaft die Wirkung widerlegt hat, konnte doch bisher niemand Klatschs Leistung übertrumpfen. Gut, Klatsch. Ich werde dieses Bad nicht nehmen. Ich fahre einfach direkt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Here we go. Beep. Beep. Hupe und Scheißdreck werfen. Aber dürfen wir da jetzt doch noch nicht fahren? Doch, wir müssen ja fahren. Oh mein Gott. Achtung, Achtung. Auf diesen Holzrampen muss man das Lenkrad fest im Griff. Oh shit! Oha! Aber das war jetzt gar nicht so krass, oder? Ich dachte, wir fahren auch vor. Oh, wir fahren jetzt hier oben lang. Der wird schon nicht umkippen. Der wird. Oh! Fuck! Go! Klötsch! Ja, eben noch einen Unfall gebaut. Jetzt hat er den Dreh raus. Oh, ist da ein Bär? Ne, ein Elch. Oh. Oh nein, Elch geht zur Seite. Ich habe den Weg umlaufen. Was für eine meisterhafte Vorstellung. Na, locker. Locker mache ich hier das. Es kommt eine große Kurve. Klötsch ist gegen mich ein Keck. Ein kleiner Keck ist er. Weil das da oben links eine Abkürzung gewesen durch diese Anlage. Es wirkt doch aber echt easy, oder? Also ich finde andere Dinge waren schon schwieriger. Oh oh, nicht zu früh freuen, nicht zu früh freuen, fuck! Easy. Klatsch! Singen die da Klatsch nix in dem Lied? Ja. Klatsch, Niki! Elche, ne! Natur mischt auch kräftig mit. Ja, die ist halt hart drauf. Was war da gerade ein Bär? Ich sehe in allen Bären. Komm schon! Ah. Okay, aber ich dachte irgendwie, dass es gar nicht so lange. Oh shit, hallo? Warum sind mir jetzt Peggys auf meiner Rennstrecke? Mutter Peggy richtet auch Schaden an. Fuck, was war das? Ich muss überfahren? Nein! Oh hopp, Leute! Verarscht mich jetzt nicht! Ey, das ist doch bestimmt nicht geplant, dass die auch rumfahren, oder? Das war frech. Unglaublicher Sprung unseres Fahrers. Ja, ja. Ich bin halt echt krass drauf, Mann. Ja, das Ende. Und. Oh fuck. Oh fuck. Easy runtergejumpt.
Da 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 dum dum dum. Mess. Pretty nice. Lächerlich, das war lächerlich. Woo. Yeah, 360 no 100. Scoperino. Wir haben das Sternenquad freigeschaltet. Wir haben eine weitere Klötschaufgabe hier oben. Da können wir auch direkt hinreisen. Absprung natürlich versteht sich von selbst. Auch wenn es eigentlich ja länger dauert als die normale Schnellreise. Du brauchst mehr Geld? Dann geh jagen. Okay. Halt, wo ist der Klötsch? There he is. Warte mal kurz, was ist eigentlich hier oben? Lass uns da mal ganz kurz, lass uns da gerade mal hin. Ist es da oben drauf oder hinten dran? Ach, obwohl, nee, klatsch Nixon. At first clutch. Und zwar eine Wassermission, so wie es aussieht. Woohoo! Achtung, Bäumchen! Shibri. Wingsuit ins Wasser. Kann ich nicht, schade. So. Klitsch, ich bin da. Let's go. Boom! 20. August 1973. Besessen vom Geist des amerikanischen Einfallsreichtums, rasierte sich Klatsch Nixon, der größte Stuntman in der Milchstraßengalaxie, sein gesamtes Körperhaar ab und erschuf daraus den Prototyp eines Wingsuits, um die verkrampfende Spannung des menschlichen Flugs zu erleben. Freude wurde rasch zu Pein, als auf dem Weg nach unten der Ast eines Baumes seine Oberschenkelarterie durchbohrte. Oh. Zum Glück sorgte der Blutverlust für mehr Auftrieb und eine bessere Aerodynamik, sodass er zum Herrn der Flüge werden konnte. Ein Stunt, der nie wieder seinesgleichen sah. Pff, mach ich dir easy, Mann. Muss jetzt nackt da runterspringen, dass der Ziep, dass der Schniepi schön so rumflattert. So, diesmal fäll ich aber nicht sofort am Anfang. Wisst ihr noch, beim letzten Mal bin ich so ein bisschen blöd hingefallen. Hit it! Ba ba ba! Ba ba ba! Rase! Ich rase. Sind wir nackt? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie haben wir was an. Komm, 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 komm! Es kommt ein tödliches Labyrinth aus Bäumen und Felsen. Oh Gott. Ich denke, das hier wird... Das wäre fast daneben gegangen. Das wird schwierig. In wenigen Augenblicken wird es sehr eng. Oh, das Rumgewackel mache ich übrigens nicht, ne? Jetzt kommt oh, fuck! Scheiße. Gott, es ist schwierig. Vor allem die Ausrichtung der Maus ist nochmal eine eigene. Die zählt dann nicht zu dem normalen Flugweg. Man sollte wirklich komplett nach vorne ausgerichtet sein. Aber vielleicht ist auch gerade das, was die ganze Sache halt etwas schwieriger macht. Ich werde jetzt die Maus einfach gar nicht bewegen. Lass die Maus jetzt so, wie sie ist, dass wir nur nach vorne gucken. So. Also, dass wir dahin gucken, wo wir hinfliegen. Wenn ich die Maus jetzt nach unten bewege, zum Beispiel, ja, dann sind wir vielleicht zu niedrig oder so. Obwohl ich schon echt gerne ein bisschen weiter nach unten gucken wollen würde. Na, wir lassen es mal so. Jetzt kommt ein tödliches Labyrinth aus Bäumen und bin ich gespannt auf so eine Scheiße, ne? Oh oh, jetzt wird's schwierig, jetzt wird's schwierig. Okay. Po-Backen zusammenpetzen. So, ich muss jetzt eine krasse Kurve fliegen. Feuer. Oh Gott. Zum Glück hat mir das Feuer jetzt keinen Damage gegeben. Um Gottes Willen. Ah! Wir müssen weiter runter. Bis hierher ging alles gut. Aber kann er bei der Wasserlandung die Kontrolle behalten? Ja, das will ich doch hoffen. Geschafft. Oh ja! Es war echt. Es sah vielleicht einfach aus, aber ich bin ja auch Profi. Puh. Boah, es war gar nicht mal so leicht, der Jump. Was gibt es jetzt wieder Geld, ne? Yeah. Ja, Region befreit Bonus. Sick! Was haben wir denn hier jetzt noch? Das war jetzt mit Klitsch, oder? War es das jetzt mit Klitsch? Was ist das hier? Ah, das sind die akustischen Wolfsköder, okay. Also wir haben hier oben noch dieses eine Ding, zu dem wir auf jeden Fall noch hinreisen werden. Und zwar gehen wir hier mit einer Schnellreise hin.
Und dann fliege ich darüber. Ich werde sofort den Wingsuit öffnen, beziehungsweise direkt die Karte öffnen, um dann zu gucken, wo wir hin müssen. Nutze die Weltkarte, um schnell reinzusuchen. Gut. Halt, Karte. Noch ein Klatschnixen. Hab ich gar nicht gesehen. Let's do this, Bree. Let's do this. Fliege ich da jetzt überhaupt schon richtig hin? Nicht so wirklich, ne? Na, ein bisschen nach links. Ich denke, es wird schon reichen, wenn wir auf diesen Weg da kommen, der da hochgeht. Aber es passt. Wir können wirklich sogar fast genau drüber fliegen. Es läuft. Jetzt könnten wir gleich den Fallschirm öffnen, und zwar right now, Teddy Bear. Und gucken schon mal hier mit dem Fernglas, markieren alle. 1, 2, 3. Schalalei, heidenei. Da ist ein Alarm, da oben sind noch Leute. Ist hier einer, wo wir gerade hinfliegen? Sehr gut, da unten ist schon mal keiner. Da lassen sie... Oh, fick doch seine... Harry Mather. Er hat uns sofort erkannt. Wir brauchen den Bär. Ne, halt, wir brauchen den Pömi. Ja. Get it on, dude. Oh, fuck. Hat er eben gratuliere gesagt? Gratuliere. Hallo? Dann schick doch Verstärkung. Dann raucht doch gleich eine ganze Schachtel. Sehr gut, Pitches. Da oben, der da. Aha. Hallo? Also, es geht doch. Kann ich da rein? Jawohl, kann ich. It's ya boys. Hier bin ich. Okay. Wow, shit. Peaches, du bist da, ne? Irgendwo. Ist Peaches tot? Ne, ist doch da. Ah, da. Sehr schön. Au. This is doing me so way. Hey, du. Stehen geblieben. Boah! Diese Piss. Nein, nicht für den Vater. Für ihr Mum. Okay, warte. Oh Gott, hört ihr auch den Heli? So, bye bye. Wo ist denn der Heli? Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Ich will den abknallen mit dem Ding. Feuer! So. Komm schon. Oh, schade. Dass das kein Treffer war. Lächerlich. Ist hier noch irgendwo was? Nee, sieht nicht so aus. Hallo, Boy. Da ist noch ein Dicker. Au. Nee, 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 nee. Oh, fuck. Peaches, Peaches. Ich brauche kurz eine Hilfe. Hallo. Hier, nimm mal den da. Peaches liegt. Okay, warte mal. Oh. Alter. Alter, was passiert hier? Kannst du mal von dem Ding runtergehen? Frechdachs. Wo, 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 wo? Ah. Oh Gott, das sind so viele wieder. Wo liegt denn Peaches rum? Keine Ahnung. Da vorne! Habt ihr meine Peaches umgeschossen, ihr Pisser? Das macht man einfach nicht. Peaches, aufstehen. Aber sofort. Wie sie sich freut. Wo ist jetzt noch einer? Da oben, da vorne. Aha! Easy Weitschuss! Ich mein. Pussy! Sag mal! Bye bye! Yeah. Pinco Radarstation. Lemon Squeezy, meine Damen und Herren.
Mal gucken, ob es jetzt irgendwie so ein extra Ding gibt, weil wir jetzt ja alle Städten ausgeräumt haben. Ihr wisst schon, alle Außenposten übernommen haben. Ob es da so ein Special gibt in Glennis. Na? Nicht wirklich. Die Rückeroberung der Radarstation ist eine coole Nummer, Deputy. Eli sagte immer, sobald wir die zurückhaben, könnten die Whitetails den ganzen Wald überwachen. Und das war kein Scherz. Das freut mich. Das freut mich sehr, dass wir hier jetzt den ganzen Wald überwachen können. Hier läuft irgendwo Musik. Und das kann schon kritisch sein, so ein Musikstück. Ist bestimmt über mir, oder? Das klingt zumindest so. Wer hört hier Musik? Ne, unter mir. Doch, hier drin. Musik, ja! No. Stop it. Stop it, Musik. Einsatzplan der Helikopterpatrouille. Helikopter A1 Erzengel folgt dem Murchison River zum Silver Lake. Ah, okay, das sind tatsächlich die Einsatzpläne. Die interessieren uns gar nicht so hart, würde ich sagen. Hier sind irgendwo Bienchen. Schade. Da hätten wir ran können. Bist du da? Ich hoffe, okay. Die Teile, die du wolltest für den Helikopter. Wir haben welche gefunden. Wahrscheinlich kann ich sie in den nächsten zwei Tagen vorbeibringen, aber falls du sie früher brauchst, sag Bescheid. Jacob will Helis und er will die Helis so schnell wie möglich in der Luft. Hey Jacob, da musst du dich selbst drum kümmern um deinen Scheiß. Da drüben war es nicht. Ich geh mal ganz hoch. Gucken, was hier so abgeht. Ein Whammen läuft da rum. Heilige Scheiße! Ich will den Ding haben. Den. Ah, den Rucksack. Ah! Oh! Ach, verarscht mich nicht. Mich doch. Ich wollte den Rucksack da oben haben, aber ist auch nicht so wichtig. An sich haben wir ja genug Schotter. Jawohl, wir sind schon wieder bei 16.000. Eben waren wir doch noch bei 11. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Achso, ja, die Folge ist eigentlich eh vorbei, Leute. Gute Nacht, ciao, ciao, macht's gut!